Tja. Für die jungen Menschen ist heute nichts mehr los. Blinken entkräftet den Sauerstoffzellen. Muss alle Mama leben, die Böden. Nee. Haben wir das alles. Okay. Also ich spiele jetzt ein Stück alleine. Das ist so eine Art Visitenkarte. Wenn ich irgendwo alleine spiele, dann fange ich damit auch immer an. Das ist ein Stück, das auch von der Sprache handelt, die wir nun mal von Anfang an singen. Und ich muss mich hier nicht unbedingt dafür bedanken, was ich sonst immer tue. Wenn wir etwas weiter von Köln weg sind, sind wir sozusagen im Vorgarten. Also normalerweise sage ich an vielen Dank dafür, dass ihr jetzt seit über 30 Jahren so tut, als wenn ihr mich verstehen würdet. Aber hier ist das ja noch nicht mal kokett. Ihr versteht mich ja. Trotzdem vielen Dank. Ja, es ist ein Stück, das gebiet mich immer den Wahnsinnigen, mit dem ich das hier angefangen habe. Das ist diese erste, allererste Besetzung, weit vom ersten Album, mit Rainer Gulich am Saxophon, mit Hans Heeres an der Gitarre, Klaus Hochrefer am Bass, Afro Bauermann Percussion, Schmalböcker auch Percussion, weil er durfte nur ab und zu kommen. Wolli Böcker dann auch, Schlagzeug und jede Menge andere, die gerade Zeit hatten. Wir brauchten immer viele Leute, die an diesen Proben teilnahmen oder Sessions, wie man das nennt, in diesem Wiegehäuschen des Kalksandsteinwerkes Heeres. Vater von Hans gehörte das Ding. Neben der Autobahn 555 Köln-Bonn, die älteste Autobahn der Welt, insofern auch die Mutter aller Autobahnromantik. Okay, jetzt genug geschwelgt. Schöcke. Was auf Weltreichen zerplatzt, nur mit Kölsch von der Bay.